herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part. Ni no Kuni! So. Also hier soll es ja irgendwo noch einen Wald geben. Zumindest war da einer, der irgendwelche Kräuter aus dem Wald haben wollte. Jetzt gucke ich gerade eben auf die Karte. Ah, das ist die Weltkarte. Also ich kann mir das nicht so richtig denken. Auf jeden Fall, da rechts bei den Schienen wegen dem Tagebuch müssen wir noch gucken. Und dann könnte man höchstens da das Stückchen Wald vielleicht oder da unten. Naja, mal gucken. Jetzt gehen wir erstmal auf Tagebuchsuche. Wobei an den Löchern. Du hältst Schneidstrom. Geil! Also, das war jetzt mehr oder weniger Zufall. Wann fangen wir an, versteckt von diesem Kugel-Kerl zu suchen? Also da war es jetzt nicht, dann vielleicht hier drüben. Komisch. Gibt es hier noch irgendwo eine Stelle? Ah, da drüben ist auch noch eine Minenstelle, wo es sein könnte. Hier haben sie inzwischen auch alles Schiss vor uns. Was zum Geier ist das? Achso, das ist so ein Klipperklapper oder wie die Dinger heißen. So. So, dann erstmal hier die. So einen haben wir noch nicht. Knirps. Knirps behalten, ja klar. Der sieht aus. Der sieht aus wie ein Knacki. So, dann gucken wir mal hier. Jetzt Beutelstein irgendwas? Ach, wir haben ja jetzt noch ein neues Zauberstäbchen. Schön, jetzt haben wir sogar drei Schneidschrauben. Zahnrad. Braucht man auch zum Craften.
Gewichtlaufe, trotz ihrer Größe. Schittenstein, Gasile. Ah, hier. Steinerweicher. Okay. Aber eigentlich habe ich gehofft, dass ich hier Dings finde. Mehr Minen gibt es doch hier nicht, oder? Hat irgendwas von meinem Eingang erzählt. Komisch. Warte mal, vielleicht da unten? Ja, da wird unmöglich. Gehst du da mal auf? Visitröpfchen, das ist das Tagebuch dieses vornehmen alten Herrn. Was zum Henker hat er sich dabei gedacht, hier draußen rumzuhängen? Ist schon ein glücklicher Zufall, dass wir es gefunden haben. Was? Ah, super, super. Das hat ja also... Ach ja, da drüben wäre auch noch eine Möglichkeit. So. Aha, schick, schick. Schweinfahrt, da drin. Laguna. In Laguna wollte ich noch was einkaufen. Teleportation. Momentane Teleportation aus Dragonmore. Aha, wir landen direkt vor Laguna. Was ich jetzt hier will, das werde ich euch sagen. Wir haben. Oder besser gesagt, ich habe Rezept. Augenblick, ich muss gerade mein schlaues Ding zur Hilfe nehmen. Für dieses Rezept benötige ich etwas, was es hier zu kaufen gibt. Geschätzte Kunde, komm her, bla bla. Kaufen. Sicher. Eisenspeer, Eisen. Ah, nee. So. Experimentieren. So, jetzt muss ich gerade eben gucken. Also, Zahnarzt. Gesundheit. Eisenaxt. Zahnarzt. Muss ich was gucken? Einmal, zwei. Okay. Tada! Du hast Folgendes erschaffen. Eine Axt des Uhrmachers. Schön, schön. Axt des Uhrmachers. So. Jetzt. Kommt diese Axt plus eine Schneidschraube plus ein Zahnrad. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich alles? Ich habe alles. Genau. Kommt in den Topf und daraus entsteht jetzt eine Axt. Ich glaube, der kann Äxte gut gebrauchen und siehe da! 174 im Vergleich zu hier 166. Allerdings geht da auch seine Genauigkeit ein bisschen flöten. Macht nichts! Und wenn ihr wissen wollt, woher ich das habe. Dann schaut doch mal euren magischen Begleiter unter Alchemie, unter Waffen und dann hier
da. Axt des Uhrmachers, eine Eisenaxt plus Zahnrad und dann Uhrwerksaxt, Axt des Uhrmachers, Schneidschraube, Zahnrad. Dann gäbe es hier noch eine weitere Stufe, die wir noch nicht haben. Man könnte sich auch hier Sichel, Klumpen, Roststahl, Quellwasser, tralala. Hier ist ja auch irgendwo Fackeldolch, genau hier. Steinsplitter und Glimmstein. Also Glimmstein haben wir schon welche, aber Steinsplitter weiß ich noch nicht, woher ich die kriege. So. Hammer des Gerechten. Haha, Hammer. Gewichtige Glocke. Aha. Stumpfe Pfeil. Also ich finde, die Viecher könnten ruhig noch mehr Zeug droppen, damit ich Sachen kraften kann. So, mal gucken, gibt es irgendwelche Aufträge? Tatsächlich! Es gibt auch... Ach, warte mal. Einen Auftrag kennen wir ja. Das mit dem Mädel. Ja. Hier, das ist die. Und wer ist denn noch da hinten? Fragen wir mal. Wer ist es? Ja. Es gibt nichts, was ich nicht in diese Stadt hält. Ich werde gehen und einen Ort finden, wo sich alle allein leben können. Allein leben? Was im Namen der Vollväter soll dieser Wahr sein? Ja, ist alles in Ordnung? Vielleicht können wir ihn. Könnt ihr meinen Bruder zur Vernunft bringen? Er behauptet, er wolle allein leben, außerhalb der Stadt. Was? Aber es ist doch so gefährlich. Da draußen treiben sich doch so viele Monster rum. Ha! Ich lebe lieber unter Monstern als unter den heuchlerischen Bürgern dieser Stadt. Allein hier halte ich mich für einen Idioten. Sie wollen ja was anderes im Bereich machen, aber ich glaube ihnen kein Wort. Aber dies ist einfach nicht wahr, Bruder. Niemand hält dich für einen Idioten. Ich nicht. Schweig, ich glaube dir nicht. Ich glaube niemanden in dieser Stadt. Ich habe genug von euren Lügen. Er glaubt überhaupt niemanden? Klingt, als hätte er ein gebrochenes Herz. Zweifel ist, Olli. Ihm fehlt der Glaube. Okay, habe ich den Glauben nicht schon abgedrückt? Oh, nicht. Glauben habe ich, glaube ich, nicht mehr. Nee, ist aus. Muss ich erst wieder organisieren. So, mal gucken, ob ich hier zufällig irgendwen noch sehe. Hä? Ja, nee, ist klar, so eine Chance. Ist da runter? Dann muss ich jetzt ans andere Ende latschen, damit ich sehe, ob da irgendwer noch was abzudrücken hat. Keiner. Das ist schlecht. Aber ich kann ja gleich mal an die Anschlagtafel gehen. Und gucken, was dann noch für neue Aufträge sind. So. Aufträge sind verfügbar. Was hätten wir hier? Es gibt Berichte, dass ein Ladenangestellter in Schweinfurt ständig von seinem Arbeitgeber gerüffelt wird. Ich rede mit dem Angestellten, seinem Chef. Und seinem Chef. Ein Mädchen in Katzbucke scheint sich auf einmal völlig verändert zu haben. Finde heraus, wo zwei Soldaten in Katzbucke. Okay. Heimathaus nochmal angeladen. So, hier eine Notiz von dem Kreis. Ja, den müssen wir noch abgeben. Also. Monsterjagd. Schaubiges Schluchtherbstland. Ein gigantisches Monster stinkt so gewaltig, dass es nicht auszuhalten ist. Jemand muss etwas unternehmen. Ja, wer wird das sein? Der gute alte Olli. Also hier, halbweg zum Gipfel der Qualmhöhle.
Ein weiteres Monster will die Qualmühle zur Explodierung treiben. Halt es auf, sonst ist es um Alkoholt geschehen. Yep. Nichts Gutes im Schilde. Südöstlich versteckt vom Himmelspiraten im Sommerland. Aha. Eine riesige Schildkröte hat sich den Schädelberg als Heimat auserkoren. Kümmere dich gleich darum, ehe sie weiterzieht. Oh, hier gibt's Cappuccino. Klar, cool, mach ich. So, Wasserschaden. In der Nähe Einfallsinsel, westlich vom Sommerland. Ein lästiges Meereswesen bespritzt die Schiffe von Händlern mit Wasser und ruiniert so die Ladung. Und tarnimmelt was. Ja, aber sicher. So, wie viel haben wir? 2 Karten haben wir, 3 brauchen wir. Und dann holen wir uns dicke Beute holen wir uns dann. So, Reise. Den Katzbuckel war ein Tauchträger. Die wir uns im nächsten Part zu Gemüte ziehen werden. Bin ja schon mal gespannt. Tschüssi, bis dahin. Eure Dieter Kenshin.